St. Pauli. Das ist eigentlich ein Viertel für Erwachsene. Mein Vater hat immer gesagt, bis an die Reeperbahn ran und dann ist für euch Schluss. Hier gibt es käufliche Liebe und Stundenhotels. Vom Wohnzimmer aus hatte man den besten Blick in die Herbertstraße. St. Pauli, das ist Amüsiermeile und ganz normales Wohnviertel. Trotzdem, der Kiez hat einen schlechten Ruf. Man war, also Mensch dritter Klasse, weil man auf St. Pauli gewohnt hat. Das war so. Und wenn schon, wer hier aufwächst, ist stolz darauf. Ich bin ja St. Paulianer, ich bin ja St. Paulianer Butsche, hier heißt das ja Butsche. St. Pauli, Hamburgs berühmtester Stadtteil. Tagsüber ein bisschen schäbig. Nachts verwandelt sich die Reeperbahn in das funkelnde Herz von St. Pauli. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30, da kann man die Heuer von 3 Monaten in 3 Tagen, in 3 Stunden loswerden. Hier darf sich das konservative Nachkriegsdeutschland endlich mal amüsieren. Keine Sperrstunde, keine Tabus. Ein Rotlichtviertel. Berühmt und berüchtigt. Doch abseits der Leuchtreklamen ist St. Pauli traditionell ein Arbeiterviertel. Hier, ganz in der Nähe der großen Freiheit, verbrachten Rolf und Bodo Schumann nach dem Krieg ihre Kindheit. Der Vater ist Bäckermeister. Rolf ist der Jüngste. Er und seine Brüder Bodo und Hans-Jürgen wachsen in Trümmern auf. Wir waren ja nun vollkommen ausgebombt. Das Einzige, was stehen geblieben war, das war der Backofen, der Schornstein vom Backofen und 3 Gewölbe zur Backstube hin. Der Vater ist noch in Kriegsgefangenschaft, als die Schumanns von vorne anfangen. Dann ging das wieder los, wieder alles aufbauen. Wir waren ja alle Kinder da, haben aus den Trümmern Steine zusammengesucht, Mörtel, Putz abgekratzt. Und so wurde auch die Bäckerei wieder aufgebaut. Meine Mutter hat gesagt, wenn Papa wiederkommt, dann müssen wir so viele Steine haben, dass sie gleich wieder anfangen können zu bauen, ne? Und wir hatten, das war unwahrscheinlich, was wir da rausgeholt hatten. Das waren einige tausend Steine. Gut, wir sollten ursprünglich mal 1 Pfennig für einen Stein kriegen, was wir nie bekommen haben. Meine Brüder waren älter, die konnten mir helfen. Ich war natürlich ein kleiner Stöpsel. Ich durfte nur bei Vollmond ein bisschen mit auf der Leiter sitzen. Ne? Die haben ja auch nachts gearbeitet. Die meisten St. Paulianer bleiben ihrem Viertel ein Leben lang treu. In einer Seitenstraße der Reeperbahn wohnt Carla Fesagic. Sie lebt noch heute in der großzügigen Altbauwohnung, in der sie nach dem Krieg groß wurde. Damals sah es hier allerdings ganz anders aus. In dieser Wohnung waren ganz viele Menschen. Es war hier eine Arztpraxis. Gegenüber war das Wartezimmer, auf dem Flur war der Empfang. Nebenan im Zimmer hat meine Tante gewohnt mit ihrem Sohn. Meine Eltern hatten nur das Schlafzimmer und gelebt hat man in der Küche. Carla wächst zwar in beengten Verhältnissen auf, aber in der Wohnung gibt es immerhin ein Klosett. In vielen anderen alten Häusern auf St. Pauli müssen sich die Bewohner eine Toilette im Treppenhaus teilen. Das kenne ich von meinen Cousinen. Da war das Klo auf der halben Treppe. Wir hatten ja hier also wirklich Luxus. Wir hatten ja die Toilette in der Wohnung. Aber da ging ja nur auch jeder hin. Also bevor ich zur Toilette ging, hat meine Mutter mit dem Lappen gestanden, erst mal sauber gemacht. Da gingen ja auch die Patienten auf die Toilette. Eine Wanne gab's. Und dann hat man Wasser warm gemacht, das in die Wanne gekippt. Und dann musste man baden. Dann hat mit einem Badewasser haben dann so 2, 3 Leute gebadet. Also man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen.
Heute sind die meisten Häuser auf St. Pauli saniert. Die Mieten steigen. Früher tummelten sich die Kinder in den zahlreichen Hinterhöfen. Hinter uns wohnte ein Leierkastenmann. Wir als Kinder sind natürlich hinterhergelaufen, oder weil er hatte oben auf dem Kasten einen kleinen Affen immer sitzen, der auch eben kassiert hat. Mit den Kasten ging sie in die Innenhöfe, so wie Wohlwildstraße. Und dann gingen die Fenster auf und dann hat man Geld runtergeworfen von oben. Und dann ging der und hat eben aufgesammelt. So in der Art Stadtmusikanten und so, die haben das ja auch gemacht. Ne? Obwohl Geld knapp war, das hat man trotzdem gemacht. Ja. St. Pauli ist ein Dorf mitten in der Stadt. Jeder kennt hier jeden und kriegt vom Nachbarn alles mit. Carla geht hier auf Entdeckertour. Heimlich. Ich durfte natürlich nirgends hin. Ich musste hier ungefähr hier vor der Tür sitzen bleiben, mit meinen Freundinnen spielen und so. Aber als Kind hat man ja so seine Möglichkeiten. Ich kenne hier jedes Haus, jeden Hinterhof, jede Gasse. Und das war für mich sowas von spannend, immer alles. Der Radius war schon groß. Ein Junge aus St. Pauli muss sich wehren können. Am besten geht das zusammen mit anderen. In einer Bande. War die Bande vom Fischmarkt, ne? Oder vom Bismarck, die Bismarck-Bande. Ich gehörte zur Brunnenhof-Bande, ne? Und wir bekriegten uns auch dann mit Flitzbogen und Pusterrohre. Und wir waren alle bewaffnet mit Luftgewehre. Und das hatten wir eben alles, was heute gar nicht mehr möglich wäre. Ich hatte mit 12 Jahren mein erstes Luftgewehr. Nachbarschaft, die Scheiben zerschossen. So viel hat sich gar nicht verändert. Die Kinder spielen immer noch im Hinterhof. Nur, dass der jetzt Abenteuerspielplatz heißt. Die Aufsicht hat Erzieher Volker Fölisch. Der gehörte früher auch zu einer Kindergang. Banden gab es damals eben halt auch, ziemlich viele. Meistens waren das Banden, die sich denn zwischen mehreren Häusern oder mehreren Straßen zusammengeschlossen hatten. Es war auf jeden Fall notwendig, auch eine Mutprobe zu erledigen. Zu den Mutproben gehörte dann eben halt auch, dass ich zum Beispiel dann auf der Reeperbahn in ein Striptease-Lokal hineinlaufe, einmal kurz mich zeige und dann ganz schnell wieder rauslaufe. Anfang der 50er Jahre geht es mit der Bäckerei Schumann wieder bergauf. Und wieder müssen die Kinder mithelfen. Jeden Abend mussten wir als Kinder den Ofen vorheizen, dass der morgens wieder heiß war. Das war unsere Arbeit. Bis dass dann der Ofen auf Öl umgestellt wurde. Ich bin der Meinung, das war die erste Bäckerei in Hamburg mit einem Ölofen. Schon als Schüler können Bodo und sein Bruder Rolf so viel wie die Gesellen. Schließlich soll einer von ihnen die Bäckerei später übernehmen. Die Bäckerei Schumann beliefert ganz St. Pauli und den Jahrmarkt Hamburger Dom mit Brot und Brötchen. Das waren entweder Milchgeschäfte oder kleine Brotgeschäfte, die wurden von uns beliefert. Wir hatten Fahrräder mit einem einachsigen Anhänger, einem Korb drauf. Der wurde vollbepackt mit einem Berg drauf. Dann hatten wir eine Kippe auf dem Rücken, links und rechts am Lenker die Beutel. Oder wenn wir Kuchen hatten, dann fuhren wir ihn freihändig. Und wenn die Polizisten uns sahen, die drehten sich um. Guten Tag, Frau Klein. Ich hätte gern ein Graubrot, ein 13 und 6 Brötchen. Schön. Zur Kundschaft in der Bäckerei gehören die Hausfrauen aus der Nachbarschaft, aber auch die Damen, die sonst nur die Erwachsenen nachts auf der Straße treffen. Hallo. Ich weiß nur, eines Tages mal irgendwie von meinem Bruder, der sagte, Mama, guck mal, die Tante hat einen Bart, ne? Das war ein Transvestit, den im Laden Brötchen kaufte. Ne? Das war morgens, ne? Das haben Kinder gesehen.
Im Casso Henry. Er war schon mal Türsteher, Kellner und Geldeintreiber. Henry, bürgerlich Heinrich, wächst mit seinem Bruder in der Nähe des Hafens auf. Sein Sinn für Geldgeschäfte kommt aus dem Elternhaus. Mein Vater war ein saarländischer Kaufmann und meine Mutter war Hausfrau. Und seine Brüder von meinem Vater, das waren ja meine Onkels, die waren auch alle hanseatische Kaufleute. Wir hatten früher in der Speicherstadt hatten wir einen Speicher gehabt. Wir haben mit Tuch und Gewürze gehandelt früher. Wir haben drei Krämerläden gehabt hier. Ein Krämerladen in der Trommelstraße, dann haben wir eine Hagenbecks Tierbank gehabt, ein Krämerladen und in Eimsbüttel, ne? Schon früh stellt Henry sein kaufmännisches Talent unter Beweis. Und wo ginge das besser als auf dem Hamburger Fischmarkt, der jeden Sonntagmorgen am Hafen stattfindet. Auf dem Fischmarkt gibt es zum Glück nicht nur Fische. Wer hier mitmischen will, muss früh aufstehen. Ich habe mit 7 Jahren auf dem Fischmarkt habe ich mein Taschengeld verdient. Ein Sonderangebot, 15 Kilo Feige, 1 Mark. 5 Mark gab's da immer für. Von morgens um 4:30 bis Glocktein morgens habe ich geackert und habe alle verkauft. 4 Mark 3,50. Und da habe ich so einen kleinen Bullerwagen gehabt und habe ich von Bananen-Dieter, das war ein ganz dicker, und dann hat er mir eine ganze Bananenstaude in meinen Bullerwagen reingelegt. Dann habe ich alle mitbekommen, Äpfel, Apfelsin, Ananas und alles mit nach Hause geschleppt, mit dem Wagen. Wenn auf St. Pauli im Morgengrauen die letzten Nachtschwärmer noch über die Reeperbahn bummeln, bleiben im Rinnstein die schalen Überreste der Nacht zurück. Während die Betrunkenen noch den Weg nach Hause suchen, gehen die Kinder schon zur Schule. Ihr Weg führt sie mitten durchs Vergnügungsviertel. Wir sind zu Fuß natürlich, links rein, kleine Freiheit. Meistens war der Hausmeister Stenzel vor der Tür, der kannte uns natürlich alle. Oder ich hatte meinen Hund mit, Akko. Der stand dann auch mittags wieder vor der Tür, hat mich abgeholt. Und wenn ich nachsitzen musste, dann hat der Lehrer mich mal rausgejagt. Jetzt hau endlich ab, dein Hund wartet doch schon. Nach der Schule sind wir häufig noch zum Bäcker gelaufen. Das war der Bäcker Schumann. Und ich habe sehr geliebt, eben halt die Tüten zu kaufen mit Kuchenresten. Und insbesondere, wenn dann Pflaumenkuchenreste drin waren. Und da habe ich immer drauf geachtet. Ich habe genau auf die Tüte gezeigt und habe gesagt, die möchte ich haben, weil dann schimmerte es so schön rot durch und es saftete so ein bisschen durch wie die Tüte. Waren ja alles Papier. Kam, sprachen Lehrer und Schüler hier noch Hamburger Platt. Der erste Tag, da hat meine Mutter mich hingebracht und auch wieder abgeholt. Und als sie dann kam und sagte, na, wie war's denn und so, habe ich gesagt, ja, war ganz nett, aber da gehe ich nicht wieder hin. Aber es hilft nichts. Carla muss in die Schule, so wie alle anderen auch. Zeichnen ist ihr Lieblingsfach. Und zum Glück gibt es an ihrer Schule einen ganz besonderen Lehrer. Karl Peters unterrichtet Kunst und hat schon Ende der 50er Jahre ziemlich revolutionäre Ideen. Herr Peters war modern. Wir haben an der Tafel gemalt nach Musik. Das war gänzlich neu und völlig total entspannt, an der Tafel zu malen. Einfach irgendwas, nichts Besonderes. Einfach nur rhythmisch sich bewegen und da zu malen. Ich
Das ging ihm darum, dass wir nicht so verkrampft sind. Wir waren ja alle verkrampft. Und das hat er einfach gelockert. Er war nett, er war lieb. Und er hat gesagt, Bewegung, nicht dieses steife Sitzen. Wir saßen immer so in der Schule. Und wehe, man hat so gemacht mal. Das war also strengstens verboten. Aber nicht alle Kinder haben damals so viel Glück mit ihrem Lehrer. Jeder Lehrer hatte ja einen Zeigestock, also einen Rohrstock, wo wir dann auch auf dem Hintern kriechten. Die Rohrstöcke haben wir dann auch mal mit Zwiebeln eingerieben, dass sie leichter brechen sollen. Ne? In der Volksschule lernen die Kiezkinder schreiben und das kleine Einmaleins. Wer nicht brav ist, kriegt vom Lehrer eins hinter die Ohren. Diese schmerzliche Erfahrung macht auch Henry als Schuljunge. Von der Nazi-Zeit waren auch noch ein paar Lehrer da, die ein bisschen forscher waren. Und da hat ein Lehrer mir mal aufs Ohr gehauen, mit der flachen Hand aufs Ohr gehauen. Und dann kam das Blut hier raus. Und ich kam nach Hause und ich Schmerzen gehabt. Ich sag, Vater, mein Ohr tut weh, mein Ohr tut weh, alles tut weh, ich kann nicht mehr hören. Wer hat das gemacht? Mein Vater, und ganz mein Vater so, auch so ein Kerl, solche Hände, wie ein Klosettdeckel, solche Hände. Ich sagte, der Lehrer hat mich geschlagen. Und komm mit. Und ab in die Seilerstraße rein, hat er den Lehrer genommen und hat ihn rechts und links erstmal an die Ohren gehauen und den Direktor auch noch. Kiezlegenden. Operette, Kabarett, Cancan. In den 50er Jahren ist die Reeperbahn so etwas wie Klein Paris. Mit Attraktionen wie auf dem Jahrmarkt. Solche Darbietungen sind für Kinder natürlich strengstens verboten. Nur Henrys Vater drückt ein Auge zu und nimmt den Sohn mit in ein Lokal, in dem es immerhin auch Tiere zu bestaunen gibt. Wir sind reingegangen ins Hippodrom und dann gab es immer Bär und Köhm. Und ich habe unter den Tisch gespielt in Sägespäne. Da war früher abends ab 20 Uhr Eselreiten. Und dann liefen sie in der Manege rum und dann wurden die Leute angeleint. Und dann konnten sie mal eine kleine Partie machen, einmal so dreimal um die Manege rum. Und wenn die Großen nicht gucken, schnappt sich Henry schon mal das Bierglas vom Papa und nippt daran. Prostitution. Das ist Alltag auf St. Pauli. Und auch wenn es ihnen niemand wirklich erklärt, die Kinder von St. Pauli wachsen ganz selbstverständlich damit auf. Das kriegen wir doch schon mit. Gucken Sie, hier gab es ja auch einen Puff, um das vorne auf, so Schaufenster, wo Sie drin saßen. Und wir als Kinder, da war eine Mauer, die war vielleicht 2 Meter hoch. Da haben wir uns seine und da haben wir auch überweg geguckt. Wir wussten genau, was los war. Selbstverständlich, man war da neugierig, ne? Was sich da abspielte. Ne? Und die hingen dann da, entweder hatten sie große Schaufenster, wo sie dann auf Stühlen da drin saßen, konnten wir sie sehen. Ne? Oder sie hingen da am Fenster. Ne? War schon ganz interessant für uns. Ne? Hier im Haus, das war eine nette Nachbarin, und die hat vermietet an solche Mädchen.
ne, die so gearbeitet haben. Und ich als Kind habe diese Mädchen immer angehimmelt, weil die so wunderschön waren. Die waren so schön geschminkt und so schön angezogen. Und ich habe immer nur gedacht, oh, so möchte ich auch mal aussehen. Und wenn ich dann gesagt habe, wo gehen die denn hin, wo arbeiten die denn, dann kriegte ich immer so Ausflüchte zu hören. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass sie so das nicht erzählen wollen. Also war da was hinter. Wir sind aufgewachsen, wir konnten mit umgehen. Das ging los, wenn wir von der Schule zum Heimbad auf der Reeperbahn gingen. Unser Lehrer, der guckte sich zum Beispiel die Schaukästen an von den Tänzerinnen, die waren überklebt, dass man keine Brust sah. Ein Slip oder ein Höschen hatten sie auf jeden Fall an. Ne? Und über die Brüste, da mussten sie so weiße Papierstreifen kleben. Ne? Und abends war das nach 20 Uhr oder 21 Uhr, da haben sie die dann weggenommen. Nicht? Da waren keine Schuhkinder mehr da. Nicht? Das war dann erlaubt. Nicht? Und dann siehst du die Mädels und dann sagt mein Vater, ich sag, Papi, Vater, du, was ist das denn da auf dem Foto da? Weil früher waren das noch nicht verdeckt offen. Die Frauen ganz nackt, alles unten auch. Die wurde richtig offen gezeigt. Da sagt mein Vater zu mir, so hör mal, Tommy Jung, wenn du groß bist, dann verstehst du das auch. Als 12-Jähriger wird er Mitglied in einem Boxverein. Und er hat Talent. Ich bin dann als 14-Jähriger Hamburger Meister geworden, als Schüler. Und das war schon erstmal ein Erfolg. Und da war ich schon richtig stolz auf. Und da habe ich immer zu meiner Mutter gesagt, eines Tages werden wir Boxen so viel Geld verdienen, dass du keine Sorgen mehr haben brauchst. Die Jungs aus dem Boxverein trainieren auf St. Pauli, im Hof der Volksschule, direkt hinter dem Tanzcafé Lausen, in dem auch Prostituierte verkehren. Der Vater hat nichts gegen den Sport, wohl aber was gegen das Umfeld, in dem das Training stattfindet. Und hat er immer gewarnt und gesagt, aber nicht, dass du sagst, St. Pauli lobst. Geh hinten rum. Aber Horst geht vorne rum, über die Reeperbahn. Auch beim Training ist der Junge nicht immer ganz bei der Sache. Wir konnten dort ab und zu mal im Sommer, wenn die Türen auf waren, vom Café Lausen die Mädchen sehen, die da an den Tischen saßen. Damals war das ja so, es gab die Tische, da saßen Mädchen dran und auf diesen Tischen war so eine Lampe und die hatte oben eine Nummer. Und diese Nummer konntest du von Tisch zu Tisch anwählen. Und dann konnten die Freier sagen, hallo, ich mach dich leiden, ich sitze hier am Tisch 17, können wir uns nicht zusammensetzen oder so, was auch immer da passierte. Naja, und so rissen die ihre Freier auf. Und dann gingen die raus aus dem Lausen und nebenan ins Hotel. Und macht nur ihre Geschäfte. Man glaubt es nicht. Da war ein Mädchen, die war, ja, kastanienbraunes Haar. Und die stand immer und ich merkte, die hatte Bock auf mich. Die guckte mich immer an. Und habe ich sie auch angeguckt und hat sie mich mal zu sich gewunken und mich hin. Und dann hat sie gesagt, ich finde es ganz interessant. Wir treffen uns morgen Abend. Kannst du? Und dann sag ich, ja, ja, komm und so. Und eines Tages war es so weit, wir sind ins Kino zusammengegangen. Ich konnte ja noch nicht in Lokalitäten rein und so. Dass sie sagte, du brauchst ein bisschen Geld, ne? Ich sag, ja. Dann kauft sie mir Geld. Also ich wurde auf einmal Zuhälter ohne, das wollte ich. Zuhälter ohne Gehalt sozusagen. Und sie gab mir immer ab und zu mal ein 20er, mal ein 10er und so. Und dann eines Tages hat sie mir nach Hause genommen. Dann habe sie meinen Eltern vorgestellt und habe gesagt, weil sie hatte auch ein paar Ringe auf und so, ich gesagt, wie hat sie noch geheißen? Wilma.
Wilma Wilma ist Juwelierstochter. Ihre Eltern haben ein Juweliergeschäft und sie hat ein bisschen Geld und so hin und her. Na, das haben sie erstmal gefressen. Horst Fascher ist 17, als er seine Wilma kennenlernt. Ein paar Jahre hält die Beziehung, bevor sie sich aus den Augen verlieren. Er macht Karriere als Boxer und steigt später in das noch junge Geschäft mit der Beatmusik ein. St. Pauli ist ein Hafenviertel. Matrosen aus aller Welt hauten hier ihre Heuer auf den Kopf. Der Hafen war auch einer der größten Arbeitgeber für die Menschen auf St. Pauli. Mein Vater war aber Kassenführer im Hamburger Hafen. Sein Job war es, die Hafenarbeiter, die damals die Schiffe noch teilweise per Hand entladen haben, zu den jeweiligen Schiffen zu bringen. Das lief ab, dass mein Vater zum Barkassenliegeplatz gegangen ist, die Barkasse dort übernommen hat und dann eben zum Baumwall gefahren ist. Dort wurden die Barkassen aufgereiht, festgemacht und dann wurden die Arbeiter von dort aus dann im Hafen verteilt, um eben die Schiffe zu entladen. Ich durfte als Kind sehr oft mit meinem Vater mitfahren, was ich auch sehr toll fand, weil es war immer sehr spannend, im Hafen mit einer Barkasse durch die Gegend zu fahren. Ich bin immer vorne mitgefahren, durfte dann vielleicht auch selbst mal das Ruder in die Hand nehmen, wenn nicht so viel los war und mal ein bisschen. Das war aber eher selten, weil zu diesen Schichtwechselzeiten eben doch sehr viel Betrieb war im Hafen. Und dann war ich aber meistens bei meinem Vater oben in der Schiffsführerkabine, wie man das so schön nannte. Arbeiter und Handwerker, die Soliden, gehören ebenso nach St. Pauli wie die kleinen und großen Ganoven. Für Recht und Ordnung auf der Meile sorgen die Polizisten der berühmten David-Wache. Rainer Krieg ist heute einer von ihnen. Seit 30 Jahren ist der Kiez sein Revier. Viele Jahre lang lief er hier täglich Streife. Und man hatte als Junge, der auf St. Pauli aufgewachsen ist, gegenüber den älteren Kollegen doch teilweise, was die Ortskenntnisse betraf, ein paar Vorteile, weil man ein paar Hinterhöfe kannte, die andere nicht kannten, wo man Verstecke finden konnte. Polizisten, die Gangster jagen, das kannte Rainer schon als Kind aus dem Fernsehen. Nicht weit weg von unserer Wohnung gab es ein Polizeirevier und dort wurde eine Polizeiserie vom NDR gedreht, Polizeifunk ruft, wo ein Polizist auf einem Motorrad die Hauptrolle gespielt hat. Polizeifunk ruft. Die Serie Polizeifunk ruft aus Hamburg ist damals ein Straßenfeger. Wir haben sehr viel bei diesen Dreharbeiten zugesehen und durften dann ab und zu auch in kleinen Szenen mal mitspielen, wenn er dann in die Wache kam, mal sagen, guten Tag, Herr Hartmann oder ähnliches. Dafür gab es dann immer eine Handvoll Bonbons vom NDR dann auch oder von den Drehleuten und das hat uns natürlich immer ganz toll gefallen. Und durch dieses Zugucken bei den Dreharbeiten ist mein Wunsch, selber Polizist zu werden, eigentlich ziemlich groß geworden. St. Pauli, das ist nicht nur für Filmleute ein Ort, der die Fantasie beflügelt.
Wo heute die bunten Neonreklamen Versuchungen jeder Art anpreisen, standen bis ins 19. Jahrhundert hölzerne Spielbuden. Erst 1894 wurde St. Pauli offiziell ein Stadtteil von Hamburg. In das Hafenviertel kamen nicht nur Matrosen aus fremden Ländern, sondern auch ausländische Glückssucher. 1905 tingelte der Italiener Francesco Cuneo zunächst als Straßenmusikant durch St. Pauli. In der Davidstraße eröffnete er dann ein Lokal. Das Cuneo war eines der ersten italienischen Restaurants in Deutschland. Drei Generationen später sind die Cuneos zwar waschechte St. Paulianer, aber sie haben nie aufgehört, auch echte Italiener zu sein. Ich hatte das Gefühl, meine Großmutter und alle, die hier so lebten, wollten noch mehr Italiener sein als die Italiener in Italien. Bis heute sprechen die Cuneos untereinander Italienisch. Klein Genua an der Elbe. Die Kinder sollen in beiden Welten heimisch werden, findet der Vater. St. Pauli und Italiener, das waren zwei Dinge, die nicht so ohne weiteres von allen Kindern geschluckt wurden. Also ich musste sozusagen immer besser sein beim Fußball oder bei anderen Dingen, schneller laufen oder ich musste irgendwie immer besser sein, um anerkannt zu werden. Dann meine Schwester und mich genommen, hat uns jeden eine Zigarrenkiste gegeben und hat gesagt, wenn die dann wechseln wollen, dann haben wir denen die Devisen gewechselt. Die gab es nur in der Innenstadt, weit weg von St. Pauli. Es war nur so, dass meine Mutter nicht gerne Besuch aus der Klasse haben wollte, weil das unser Wohnzimmer, das blickte direkt in die Herbertstraße. Ich habe mich immer gewundert, dass die Mitschüler gerne bei mir Hausarbeiten machen wollten, bis ich dann festgestellt habe, dass sie am liebsten bei mir im Wohnzimmer das machen wollten. Und vom Wohnzimmer aus hatte man den besten Blick in die Herbertstraße. Und dann haben die da immer die Schularbeiten unterbrochen, standen am Fenster und haben sehr lange dann in die Straße gestiert. Und da hatte dann Mutti gesagt, das muss ja nicht sein, damit nicht irgendjemand was fragt. Für uns war das normal, Herbertstraße, Mädchen, dieses ganze Umfeld, weil wir sind hier aufgewachsen und hatten das so verinnerlicht irgendwie. Rund um die Herbertstraße warten nachts Prostituierte auf Feier. Auch sie sind damals Gäste im Cuneo. Bei uns saßen auch immer Frauen. Und dass die ab und zu mal für Geld mit Männern gingen, das hat uns nicht weiter gestört. Und mein Vater ging immer auch sehr familiär mit den Mädchen um. Ich erinnere mich einmal, wenn keine Schiffe, das haben wir immer gesagt, im Hafen sind. Und dann war schon ein oder andere Mal deprimiert. Dann ging mein Vater hin und dann sagte er mal zu der einen, hier hast du 20 Mark, wechsel mal die Haarfarbe. Und dann ging die zum Friseur und kam statt mit blonden, roten Haaren raus und war ein ganz neuer Mensch. Es ging ihr wieder sehr, sehr gut. An St. Pauli geht der wirtschaftliche Aufschwung der 50er und 60er Jahre fast spurlos vorbei. Niemand investiert in die alten, maroden Häuser. Ganze Straßenzüge verfallen. Wer es sich leisten kann, zieht in den 70er Jahren an den Stadtrand. Gleichzeitig kommen sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland. Sie ziehen in vielen Großstädten in die Viertel, in denen die anderen nicht mehr wohnen wollen. Die ersten türkischen Familien, die ich gesehen habe, das war dann so um 1967 so in dem Dreh. Und das war für uns sehr ungewöhnlich. Die neuen Bewohner bleiben unter sich. Oft holen die Männer, die in Deutschland arbeiten, ihre Frauen und Kinder erst später nach. Harun Demir
kam mit 6 Jahren mit seiner Mutter aus der Osttürkei nach Deutschland. Seinen Vater, der in Hamburg arbeitete, hatte er bis dahin nur ein paar Mal gesehen. Harun kannte nur sein kleines Dorf und wurde plötzlich in eine ihm fremde Welt katapultiert. Ich konnte kein Wort Deutsch, bin in die Schule gekommen und habe da schon angefangen. Das erste Problem hatte ich schon bereits. Da war ein Lehrer, der mich angepöbelt hat auf Deutsch. Ich wusste nicht, was er gesagt hat, aber dann habe ich die erste Ohrfeige bekommen. Die Familie wohnt in einer Seitenstraße der Reeperbahn. Der totale Kulturschock für Harun. Was auf dem Kiez genau passiert, erklärt ihm keiner. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als sich anzupassen. Auch wenn das alles den Moralvorstellungen und dem Glauben der Eltern widerspricht. Ich habe mich eigentlich sehr viel daran gewöhnt, weil ich bin über die Friedrichstraße in die Schule gegangen. Da standen schon, also das ist ja neben Herbertstraße gleich, und da standen morgens dann andere Frauen, die älteren Frauen, und die hat man schon begrüßt, die kannten jemanden schon, die haben mir Trinkgeld in die Tasche gegeben. Und dann kauft ihr mal ein Brötchen. Na, kleiner Junge, bist schon zu spät zur Schule gekommen. Also ich habe die nicht so gesehen als damals. Als Kind habe ich sie nicht so als schlechte Frauen gesehen. Das waren alles gute Frauen für mich. In der Nähe der Hafenstraße wächst Erkan Şahin als Sohn türkischer Eltern auf. Der Vater dokumentiert mit der Videokamera den Alltag der Familie. Ja, die Wohnverhältnisse waren relativ schlecht. Also es war ein Altbau, der seit dem Ersten Weltkrieg irgendwie stand. Im Zweiten Weltkrieg ist irgendwie das Dach abgeflogen und dann wurde es halt zusammengepflegt. Und seitdem wurde es auch nie wieder saniert. Wir hatten kein warmes Wasser, keine Heizung. Wir mussten mit Holzkohle noch heizen. Das Treppenhaus war unglaublich schlimm. Also die Verhältnisse waren nicht so prickelnd. Man hat ja immer gedacht, wir gehen ja immer wieder zurück. So, und deshalb dachte man, na ja gut, dann wohnt man halt mit seinen Verwandten und Freunden noch irgendwie zusammen und dann geht man, packt man irgendwann die Sachen, sobald die Kinder aus der Schule raus sind, und dann fliegen wir halt alle wieder zurück. So dachten damals viele. Bis es soweit ist, versuchen die Scheins, sich es wenigstens ein bisschen gemütlich zu machen. Zumindest die Wohnungseinrichtung soll an zu Hause erinnern. In türkischen Wohnungen gab es meistens immer Wandtapeten, die ein bestimmtes Muster hatten. Und das war meistens immer irgendwie ein Gebirge oder irgendwie ein See. Also alles das quasi, was man so ein bisschen mit Heimat in Verbindung gebracht hat. Die kamen dann irgendwann mal so ein bisschen aus der Mode. Und dann hat man sich Teppiche an die Wände gehängt, um auch einfach quasi ein bisschen so einen Wärmeschutz zu haben. Aber auch einfach wegen dem Muster. Halt ein warmes Bild, was so ein bisschen Warmherzigkeit auch oder auch ein bisschen Wärme in die Wohnung halt auch ausstrahlte. Echte Kontakte zwischen Deutschen und Türken gibt es kaum. Ein Grund dafür ist die Sprachbarriere. Besuch kam keine deutschen Familien zu uns nach Hause. Die Eltern sprachen kein Deutsch, also die haben ja auch nie so den richtigen Zugang gehabt oder die wurden ja nie richtig integriert. Ich glaube, die Abschottung war so automatisch. Sie war, ich glaube, von beiden Seiten gewollt. Türkische Kinder waren damals wenig zu sehen auf den Straßen. Und es hat sich auch nicht miteinander gemischt, überhaupt nicht. Also wir haben sie nicht von uns aus angesprochen. Da war eine Scheu. So, die wirkten ganz fremd auf uns. Es waren auch nur wenige. Das war wirklich ein Nebeneinanderherleben. 1982 kommt es in der Hafenstraße immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Hausbesetzern und Polizei. Gleich nebenan geht Erkan in die Grundschule. Die Tatsache, dass wir direkt an der Hafenstraße waren, war schon natürlich was Besonderes. So, also das ist, kann nicht, glaube ich, jeder von sich behaupten, auf so eine Schule gegangen zu sein. In dieser Schule liegt der Anteil der Migrantenkinder damals bereits bei 90%. Warum sich gleich nebenan linke Hausbesetzer Straßenschlachten mit ihren Gegnern liefern, verstehen die Kinder nicht. Aber es macht ihnen Angst. Doch die Hafenstraßenleute sind gar nicht so böse, wie sie aussehen, lernt Erkan.
wir waren damals ja noch relativ klein. Man hat uns gesagt, dass irgendwie Nazi-Trupps aus Hannover gekommen seien, um sich mit der Hafenstraße zu prügeln. Und dann gab es riesen Polizeieinsatz und so weiter und so fort. Und da sind die ganzen Punks aus der Hafenstraße zu uns rübergekommen und haben der Schulleitung angeboten, dass sie die Kinder nach Hause bringen. Und dann wurden zwei Grundschulkinder schön an der Hand genommen und die wurden dann alle nach Hause gebracht. Punks und Prostituierte. Kleine Freiheiten und große Klappe. Das gehört zu einer Kindheit auf St. Pauli wie der Hamburger Dom. Gleich dreimal im Jahr findet dieser Jahrmarkt statt. Riesenrad, Achterbahn und Kettenkarussell. Jedes Kiezkind kennt und liebt den Hamburger Dom. Seit Generationen. Ich hatte 20 Pfennig und mit 20 Pfennig konnte ich auch zweimal fahren. Ne, die habe ich mir dann eingeteilt. Vier Wochen lang geht das Vergnügen. Wer keine Groschen mehr in seinem Sparschwein hat, braucht gute Kontakte. Im Haus, in dem wir gewohnt haben, wohnten auch Schausteller. So dass wir also eigentlich immer mit Freikarten für irgendwelche Fahrgeschäfte gut versorgt waren. Und auch sogar Wettbewerbe gemacht hat, wer am längsten in einem Fahrgeschäft ausgehalten hat, bevor es ihm schwindelig wurde oder er spucken musste und dann aufgeben musste. Ich bin mit meinem Vater auf dem Dom gewesen. Mir war es schon so übel auf dem Dom. Von dem ganzen Gebäck und so, von dem Würstchen und so, und vom Ölgestank. Mir war so übel. Ich ging jeden Abend, wenn der Dom war, mit meiner Mutter über den Dom Bestellungen einholen oder eben Rechnungen kassieren. Und da lebte ich sehr gut. Meine Mutter hat immer gesagt, Essmann, das sind unsere Kunden. Bei denen gibt's eine Gurke, bei denen gab's eine Wurst. Da gab's einen Berliner oder bei Herz, der hatte ja schon einen Ochsen am Spieß. Da gab's dann schon Rindfleisch. Ne? Eine Kindheit auf St. Pauli ist einfach aufregender als anderswo. Wer hier aufwächst, muss vielleicht schneller erwachsen werden. Dafür macht ihm keiner mehr etwas vor. St. Pauli. Dieser Name steht für Extreme und Erotik, für Hafenromantik und Milieu und für eine unvergessliche Kindheit. Das war das Schönste. Weil St. Pauli war für mich die Hauptstadt von Hamburg. Ne? Das wurde mir als Kind schon bewusst, dass das was Besonderes ist, wenn man von St. Pauli kommt.